Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil ist mit Sicherheit ein Garant für den weiteren wirtschaftlichen Aufschwung dieses wunderschönen Bundeslands. Er hat in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er mit sehr schwierigen Situationen, die noch nie da gewesen sind, souverän umgeht und die richtigen Entscheidungen fällt. Ich finde, das Burgenland ist das lebenswerteste Bundesland in Österreich. Darum bin ich gerne im Burgenland, bin da aufgewachsen und geboren. Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil ist mein Mann, weil er auf das Burgenland schaut. Weil er ein Macher ist. Er sagt vor der Wahl, was er will. Das setzt er auch um und lässt sich dann, ist zwar mutig, aber er lässt sich an seinen Taten messen. Und das ist eine tolle Sache. Deshalb werde ich für Hans-Peter Doskozil stimmen. Der tut nicht versprechen, das und das wird man machen, sondern er ist gleich bei der Sache. Er setzt sich für alle Menschen ein, vom Norden bis in den Süden. Der jetzige Landeshauptmann, unser Hans-Peter Doskozil, hat eine Richtung vorgegeben, die einfach ein Traum ist. Er sagt nicht nur Dinge, sondern er setzt sie um. Weil er sich für uns Burgenländerinnen und Burgenländer einsetzt, weil er Politik für die Zukunft macht. Und das finde ich persönlich sehr wichtig, weil ich bin noch jung und ich möchte von meiner Zukunft im Burgenland auch noch ein bisschen was haben. Ich bin überzeugt davon, dass dieser erfolgreiche burgenländische Weg mit Hans-Peter Doskozil auch weiter fortgesetzt wird. Bildung, Bildung, Bildung. Und Hans-Peter Doskozil sorgt dafür, vom Kindergarten bis zur Hochschule, und deswegen unterstütze ich ihn. Hans-Peter Doskozil ist die Nummer 1 fürs Burgenland. Der Hans-Peter Doskozil steht für Kultur im Burgenland und deshalb ist er für mich der richtige Mann fürs Burgenland. Aufgrund seiner ruhigen, besonnenen Art, Probleme aufzuzeigen, Probleme auf den Tisch zu legen und sehr lösungsorientiert, sachlich auch diese Probleme zu lösen. Weil er Politik macht, die er nicht nur ankündigt, sondern auch umsetzt. Und zwar für die vielen Menschen im Land und nicht für ein paar wenige. Weil er einfach meines Erachtens ein ehrlicher Typ ist. Er stellt seine Linie, unterstützt uns junge Burgenländer und Sportler auch. Dementsprechend zähle ich auf ihn und aufs Burgenland. Weil er in der damaligen Flüchtlingssituation Führungsqualität bewiesen hat und mir auch ein Sicherheitsgefühl übermittelt hat. Weil ich dadurch meine Anerkennung für ihn zeigen möchte, dass er als Politiker, als damaliger Gesundheitslandesrat für uns Ärzte diese Regelung der Akutordination im Land Burgenland bewerkstelligt hat. Das bedeutet für mich und viele meiner Kollegen eine wesentliche Erleichterung des beruflichen Alltages. Wer Hans-Peter Doskozil nicht wählt, ist selber schuld. Sind wir glücklich, dass wir ihn im Burgenland haben.